Tourismus ist ja ein bisschen wie Achterbahn fahren. Es geht mal bergab und dann geht es wieder bergauf. Aber jetzt gerade fühlt es sich für mich an, als hätten wir ein paar Rückwärtsrollen zu viel gemacht. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass es in den letzten Monaten ein wenig schwindelig geworden ist, im Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der sich der Diskurs gerade verschiebt. Wenn man so zuhört, was am Ende dabei rauskommt, dann wird einem nicht nur schwindelig, dann wird einem kotzübel. Es ist wirklich erschütternd, wie leicht es den rechtsextremen Kräften in diesem Land gerade gemacht wird, die öffentliche Debatte zu dominieren. Das Fenster des Sagbaren zu verschieben, wie ihnen eigentlich komplett das Feld überlassen wird, wie auch in den sogenannten bürgerlichen Parteien alle nachplappern, was die erzählen, die Hass und Angst verbreiten wollen. Man möchte wirklich verzweifeln und möchte laut ausrufen, kümmert euch doch endlich um die wahren Probleme. Die Probleme sind groß, ja, und für sie gibt es keine einfachen Lösungen. Das Hochwasser vor den Toren Deutschlands, es lässt sich eben nicht an der Grenze zurückweisen. Und genau deshalb ist es so viel bequemer, andere Probleme großzureden. Ein Feindbild zu schaffen in Zeiten von Unsicherheit. Es ist ein altbekanntes Spiel, leider viel zu oft mit üblem Ausgang. Kümmert euch doch endlich um die wahren Probleme. Denn wir haben kein Migrationsproblem. Wir haben so viele andere Probleme in diesem Land. Wir haben eine massive Bildungskrise. 50.000 Jugendliche verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Wir haben einen massiven Pflegenotstand. Pflegepersonal ist permanent am Anschlag. Unser Gesundheitssystem am Rande des Kollaps. Wir haben einen Betreuungsnotstand in den Kitas. Unsere Kinder sind nur verwahrt. Sie sind nicht gut betreut. Aber wo ist da der Aufschrei, der Krisengipfel, der Aktionismus? Wo ist da der Einsatz für das Wohlergehen der Menschen in diesem Land? Oder hey, geht es da gar nicht drum? Viele der oben genannten Probleme liegen übrigens am Fachkräftemangel. Und jeder, der hier die zwei Puzzleteile nicht ineinander fügen kann zur Problemlösung, der ist ein Idiot und sollte keine politische Verantwortung übertragen bekommen. Und es sind genau dieselben Menschen, die uns auf der einen Seite einreden wollen, dass Schutzsuchende unser Land überfordern würden. Die erzählen uns auf der anderen Seite, dass die Welt doch morgen noch nicht untergeht. Diejenigen, die beim Klimaschutz jedes Vorankommen verhindern und blockieren, die bei den Hochwasserkatastrophen einfach wegschauen, die beim größten Problem, vor dem die Menschheit jemals stand, vor dem Schaden und vor dem Leid, das diese Krise schon jetzt Tag für Tag anrichtet, einfach die Augen verschließen. Die verfallen nun in Aktionismus, schließen Grenzen. Dieselben, die sagen, man dürfe die Hochwasserkatastrophe nicht instrumentalisieren, nutzen einen islamistischen Terroranschlag hemmungslos aus, um Menschenrechte einfach außer Kraft zu setzen. Es sind dieselben, die dann auch noch meistens vom Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen, vom Wohlstand in diesem Land. Und meistens meinen sie dann aber damit nur eines, nämlich ihren eigenen Wohlstand. Diejenigen, die kein Interesse daran haben, die Klimakrise abzumildern, haben aus denselben Gründen kein Interesse daran, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Erst recht nicht global, aber auch nicht innerhalb unseres Landes, denn beides würde ja ihren eigenen Profit gefährden. Und um eben davon abzulenken, davon, dass unser Planet Stück für Stück zerstört wird, davon, dass auch durch diese Zerstörung die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, werden Probleme erschaffen, die keine sind. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir nicht müde werden, die wahren Krisen zu benennen, auch wenn es unbequem ist. Dass wir den vermeintlichen einfachen Lösungen, den Scheinlösungen und Ablenkungen etwas entgegensetzen. Dass wir weiterhin Visionen verbreiten davon, wie diese Welt auch sein könnte. Dass wir der Unsicherheit und der Überforderung etwas anderes entgegensetzen als Wut und Hass und Feindbilder. Nämlich echte Sinnhaftigkeit und den Glauben daran, dass wir gemeinsam diese Vision Wirklichkeit werden lassen können. Und deswegen möchte ich mich bei euch allen, bei Fridays for Future und allen, die hier mit organisiert haben, bedanken. Dafür, dass ihr immer weitermacht, dass ihr weiter unbequem seid. Dass ihr nicht aufgebt, dass ihr den Finger in die Wunde legt und nicht aufhört mit aller Macht und vielleicht auch gegen die Vernunft weiterhin fest daran zu glauben, dass es noch einen Morgen geben kann.
nicht aufgeben. Es ist anstrengend und es kostet so viel Kraft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Dass wir, die wir auf der richtigen Seite stehen, die an die Transformation, Solidarität und Gerechtigkeit glauben, dass wir uns nicht spalten lassen. Auch wenn wir uns über den Weg manchmal nicht einig sind. Wir haben das gleiche Ziel und die gleichen Werte. Und gemeinsam haben wir die Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören.